Herzlich willkommen an diesem heiligen Abend, da Gott zärtlich zur Welt kam, in Gestalt des Neugeborenen, in einem Stall, wo jeder Platz hat, gerade auch, wenn wir zu Hause feiern müssen. Herzlich willkommen zur Christvesper, gestaltet von den Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern, Pfarrerinnen und Pfarrern des Evangelischen Kirchenkreises Berlin-Lichtenberg-Oberspree. Von all den Orten, wo wir nun gemeinsam feiern, lasst uns vernetzt Gott preisen und ihm singen mit neuen und alten Liedern. Zu den Zeiten der Geburt Jesu sehnte man sich nach einem Retter. Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Wut und Zorn spaltete die Gesellschaft. Die Propheten verhießen einen Erlöser. Sie versprachen, dass Gott die Welt zurechtbringen würde und Gerechtigkeit und Frieden schaffen. Wir Christinnen und Christen sehen in Jesus Christus diesen Retter. Die Hoffnung auf Gottes Gerechtigkeit für die ganze Welt teilen wir mit unseren jüdischen Geschwistern und mit vielen anderen Menschen auf dieser Welt, ob sie an Gott glauben oder nicht. Wir hören Weissagungen des Propheten Jesaja im 9. und 11. Kapitel. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Tal, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.
Zu dir kommen wir, Gott, haben alles erledigt, das Haus geputzt, den Tisch gedeckt, Geschenke besorgt. Wir freuen uns aufs Fest und wissen auch, manchmal bleiben Reste, ein enttäuschendes Miteinander, ein einsamer Abend. Wird alles gut? Lass uns dein Lied hören, Gott, dein neues Lied an Weihnachten. Fürchtet euch nicht, erfülle uns mit dem Gesang der Engel und lass uns trauen, dem Kleinen, dem Zarten, dem Frieden auf Erden, der wachsen wird wie das Kind in der Krippe. Amen. Das Evangelium von der Geburt Jesu Christi, wie es der Evangelist Lukas aufgezeichnet hat. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Thank you.
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gemeinde, der christliche Glaube ist zur Welt gekommen. Weihnachten hat ein Geburtsdatum. Als ein Gebot des Kaisers Augustus ausging, da nahm alles seinen Lauf. Die Geschichte begab sich nicht im Himmel, auch wenn der nicht unbeteiligt war, sondern auf unserer Erde. In der Nähe von Bethlehem waren Hirten auf dem Feld, die hüteten des Nachts ihre Herde. Zu dieser Zeit und an diesem Ort, da kam der Himmel auf die Erde. Und der Engel des Herrn sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. So hören wir es heute, so hörten es Mütter und Väter vor uns. Seit 2000 Jahren verstummt das nicht. Ist das das Wunder? Und weil sich die Geschichte auf Erden zutrug, darum wirkt sie sich auch unter uns aus. Ein Beispiel. Kein Raum in der Herberge, so hieß das Krippenspiel. Walter war gerade 9 Jahre alt geworden und ging in die 2. Grundschulklasse, obwohl er eigentlich in der 4. hätte sein sollen. Eigentlich wäre Walter im Krippenspiel gerne ein Schäfer mit einer Flöte gewesen, aber Fräulein Schmidt hatte ihm eine wichtigere Rolle zugedacht. So versammelte sich wie gewohnt die große Zuhörerschaft zu der alljährlichen Aufführung der Weihnachtsgeschichte mit Hirten, Stäben und Krippe, Bärten, Kronen, Heiligenscheinen und einer ganzen Bühne voll heller Kinderstimmen. Es kam der Augenblick, wo Josef auftrat und Maria behutsam vor die Herberge führte. Josef pochte laut an die Holztür, die man in die gemalte Kulisse eingesetzt hatte. Walter als Wirt stand dahinter und wartete. »Was wollt ihr?« fragte er barsch und stieß die Tür heftig auf. »Wir suchen Unterkunft. Sucht sie anderswo.« Walter blickte starr geradeaus, sprach aber mit kräftiger Stimme: »Die Herberge ist voll.« »Herr, wir haben überall gefragt. Wir kommen von weit her und sind sehr erschöpft. In dieser Herberge gibt es keinen Platz für euch.« Walter blickte streng. »Bitte, lieber Wirt, das hier ist meine Frau, Maria. Sie ist schwanger und braucht einen Platz zum Ausruhen. Ihr habt sicher ein Eckchen für sie. Sie ist so müde.« Jetzt
lockerte der kleine Wirt zum ersten Mal seine starre Haltung und schaute auf Maria. Dann folgte eine lange Pause, so lange, dass es für die Zuhörer schon ein bisschen peinlich wurde. »Nein, schert euch fort«, flüsterte der Souffleur aus der Kulisse. »Nein«, wiederholte Walter automatisch, »schert euch fort«. Traurig legte Josef den Arm um Maria und Maria lehnte den Kopf an die Schulter ihres Mannes. So wollten sie ihren Weg fortsetzen. Aber der Wirt ging nicht wieder in seine Herberge zurück. Walter blieb auf der Stelle stehen und blickte dem verlassenen Paar nach. Mit offenem Mund, die Stirn sorgenvoll gefurcht, und man sah deutlich, dass ihm Tränen in die Augen traten. Und plötzlich wurde dieses Krippenspiel anders als alle bisherigen. »Bleib hier, Josef«, rief Walter, »bringe Maria wieder her.« Sein Gesicht verzog sich zu einem breiten Lächeln. »Ihr könnt mein Zimmer haben.« Manche Leute meinten, Walter habe das Spiel verdorben. Aber viele, viele andere hielten es für das weihnachtlichste aller Krippenspiele, das sie je gesehen hatten. Wir lassen uns unterbrechen und können das Lied »Stern über Bethlehem« mitsingen, der Vers, der nun eingeblendet wird. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gemeinde, so kann es gehen. Da verselbstständigt sich etwas, da gerät etwas aus den Fugen. Die Geschichte nimmt eine ungeahnte und doch nicht zufällige Wendung. Seit damals dürfen wir das auch von unserer Geschichte erwarten, dass da mehr und anderes passiert, als Menschen können. Wozu das führen kann? Von Rainer Maria Rilke gibt es eine Geschichte aus der Zeit seines ersten Pariser Aufenthaltes. Gemeinsam mit einer Französin kam er um die Mittagszeit an einem Platz vorbei, an dem eine Bettlerin saß, die um Geld bat. Ohne zu einem Geber je aufzusehen, saß die Frau immer am gleichen Ort und streckte ihre Hand bittend aus. Rilke gab nie etwas. Seine Begleiterin gab häufig ein Geldstück. Eines Tages fragte die Französin, warum er nichts gebe. Und Rilke gab ihr zur Antwort, wir müssten ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand. Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin. Da legte die Bettlerin auf, sah den Geber, erhob sich mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, küsste sie und ging mit der Rose davon. Eine Woche lang war die Frau verschwunden, ihr Platz blieb leer. Nach 8 Tagen saß die Bettlerin wieder da am gewohnten Ort und streckte ihre bedürftige Hand aus. Aber wovon hat sie denn all die Tage, da sie nichts erhielt, nur gelebt? Fragte die Französin. Rilke antwortete ihr von der Rose. Da ist etwas in das Leben dieser Frau geraten, was es verändert hat. Für eine gewisse Zeit war da mehr Licht als Schatten. Die heilige Nacht ist so etwas. Sie ändert unser Verhältnis zu den Verhältnissen. In allen sehen wir nun eine Spur des Lichtes. Für uns Christen hat diese Spur mit dem Stern über Bethlehem seinen Lauf in unserer Welt genommen. Wo wir ihm, diesem Licht, begegnen, gibt es auch für uns Weihnachten. Ein solches Treffen wünsche ich Ihnen. Amen.
Und noch einmal können wir vom begonnenen Lied einen eingeblendeten Vers mitsingen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gott, lass dein Licht der Weihnacht leuchten in unsere Herzen. Lass uns nicht nur auf das Belastende und Dunkle in dieser Zeit schauen, sondern schenke uns Augen für das Schöne, für die Musik, für ein Lächeln, für kleine und große Freuden, für das Licht in unserem Leben. Gott, wir denken vor dir an die Menschen, die an Weihnachten einsam und traurig sind. Leuchte in ihre Herzen. Wir bitten für die Sterbenden und die Trauernden. Leuchte in ihre Herzen. Wir bitten für alle Menschen, die sich nach Heilung sehnen. Heilung an Leib und Seele. Leuchte in ihre Herzen. Wir bitten für alle, die sich in dieser Zeit um Kranke und Pflegebedürftige kümmern. Leuchte in ihre Herzen. Wir bitten dich für die Kinder der Welt. Leuchte in ihre Herzen. Wir bitten dich für die Menschen, denen ein Zuhause, Essen und Mitmenschlichkeit fehlen. Leuchte in ihre Herzen. Gott, lass dein Licht der Weihnacht leuchten in alle Herzen dieser Welt. Der Engel spricht: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Herr Gott, himmlischer Vater, du kennst unsere Sehnsucht nach Freude, die das Leben erwärmt und lebenswert macht. Freude, die auch das Schwere tragen lässt. Wir bitten dich für deine Kirche. Du hast ihr dein Wort von der großen Freude anvertraut. Gib, dass alles, was in der Kirche geschieht, in Leitung, Predigt, Musik, in der Diakonie, dazu dient, diese Freude erfahrbar zu machen und lebendigen Glauben zu schaffen. Wir bitten dich für die Regierenden der Völker, dass sie den zerstörerischen Wettlauf von Macht und Überlegenheit beenden. Lass sie in diesen schweren Tagen von Corona die richtigen Entscheidungen treffen, die allen Menschen gerecht werden und niemanden ausgrenzen. Lasst uns beten um Frieden. Frieden zwischen zerstrittenen Menschen, Frieden zwischen kriegführenden Völkern, Frieden in unserem Land und in unserer Stadt, in unseren Häusern und in unseren Herzen. Gott, lass uns dazu beitragen, dass jeder Mensch auf dieser Erde so leben kann, wie es dir wohlgefällt. Lass jeden Menschen etwas vom Glanz deiner Gegenwart spüren. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallens. Mein Gott, in dieser Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht
Wir beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne euch. Er gehe mit euch den Weg in die Nacht und in den Tag. Er gebe euch seinen Stern zum Geleit, damit ihr findet, was ihr sucht. Er bleibe bei euch mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn dunkle Tage über euch kommen. Er selbst sei euch der Weg, die Wahrheit und das Ziel, heute und für immer. So segne und bewahre euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.